Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mario Kart 8 und zum 150 CCM Cup. Ist das so richtig? Wurscht. Wir fangen mit dem Pilzkampf ab. Ab, genau, an. Und schauen, ob wir so wie bei 100 CCM 2 in einer schaffen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich bedanke mich für euren schönen Kommentar. Boah, reden. Schwer. Ich habe Baby Mario genommen. Mit dem neuen Kart, was wir gekriegt haben. Und mit einem schönen Fehlstart. Schauen wir mal. Ja, genau. Hey, wo habe ich meine. Wann habe ich meine dritte Banane verloren? Zwei weiß ich, aber die dritte weiß ich nicht. So, ich werde jetzt kommt jetzt gleich irgendwas Gemeines auf mich zu. So wie eine blaue Schildkröte. Na, gucken wir mal. Unnötig verschwendet das Teil. Nur wegen dem. Das ist so unnötig. Aber naja. Das ist so klar. Hä? Hä? Wieso habe ich jetzt eine rote Panzer nicht drauf? Ganz komisch. Muss man nicht verstehen. Naja, egal. Aber es geht ja ums Screenen, ne? Oder geht's ums Screenen? Keine Ahnung, was beim Screenen geht. Ja, okay, es geht ja generell mal gerade ums Screenen, ne? Aber das, was ich so manchmal erzähle, ist schon manchmal sinnlos, ne? Aber naja, so ist das. Ich hoffe, euch war nicht so kalt wie mir den ganzen Tag, weil ich arbeite ja im Freien. Und mir war relativ kalt. Ah, jetzt habe ich den Dings verpasst. Passt. Verschlammt, versaut. Ach man. So. Perfekt. Aber theoretisch sollten wir zwei Cups in einem Part schaffen. 150 CCM, das geht eh. Dann haben wir noch immer, also wir haben jetzt mit denen insgesamt drei Cups. Also der 150er, was wir jetzt machen, dann gespiegelt und dann 200er. Und dann können wir ja, wenn meine Freundin Lust hat, vielleicht noch seine Runde zu zweit machen. In seinen Cup. Ich weiß es nicht, ob das. Wollt ihr das sehen? So, dann noch together. 150, 200 CCM oder so. Ich weiß nicht, das ist jetzt auf Bock. Muss schon fahren. Es wäre wahrscheinlich vielleicht lustig zu sehen, wie sich meine Freundin anstellt. Das ist irgendwie, das ist klar. Also es funktioniert nicht ohne Stirb, Luigi. So, mit der Feuerblume kann man auch einen roten Pass zerstören, habe ich auch gar nicht gewusst. Nein! Schlimm, also ganz ehrlich. Nein! So, dann legen wir das da an, falls ein roter Panzer kommt. Der kommt hundertprozentig. Oh, letzte Runde!
Ja, jeder Charakter macht das anders, das, wenn man R2 drückt, ne? Ja, das war gefühlt schlecht, was ich da gemacht habe. Also ganz ehrlich, das war logisch, dass das passiert. Ich wette, ich krieg nicht mal alle Münzen. Ja, oh ja, hm, vielleicht. Also wenn es kein Blitz kommt oder keine blaue Kugel, könnte so... blaue Kugel, blauer Panzer. Wie komme ich auf blaue Kugel, Leute? Wenn kein blauer Panzer kommt, kann ich sogar hinkriegen. Ja, man sieht leider nicht, wie viel Dings ich habe. Aber wenn ich immer erster werde, ist eh logisch, wie viel ich habe. Ich könnte... Nein, wo soll ich meine Facecam hingeben? Ist links oben besser? Ich glaube, links oben wäre sogar besser, oder? Nein, wegen der Itemboxen, ne? Na super. Aber das ist noch nicht das letzte. Aber das Gourmet, also das B-Land, nicht Gourmet-Land, das Gourmet-Land gibt's gar nicht. Das war, glaube ich, damals auf dem... auf der Wii schon, ne? Und treffe ich ihn? Natürlich nicht. Wenn ich schieße, treffe ich überhaupt niemanden. Das ist alles scheiße. Alter. Dein Mike hat kann man nur aggressiv werden. Habe ich ihn getroffen? Nein. Eine Münze. Yay. Das ist natürlich nice, ne? Aber warum da wische ich keine Münzen? Stell mich an wieder, weiß ich nicht was. So, das gehen wir daher. Na, vielleicht kriege ich noch alle Münzen. Überlegen müssen, was ich sag, ne? Habe ich es getroffen mit dem... mit der Bombe? Jetzt habe ich überlegen müssen, was es überhaupt ist. mitten. So, ich werde... Es kommt vorher eine rote... eine rote Kugel, bevor eine andere Kugel kommt. Er ist richtig anstrengend. Ich fahr jetzt mal rot. Aber meine Lieblingsfarbe. So. Ja. Alle außer zwei Münzen. Ah, nicht so tragisch, glaube ich. Die zwei Münzen sind auch schon egal. Wenn am Schluss man Münzen verliert, kann man nichts mehr dagegen machen. Da bräuchte man so ein Münzending. So, die Steinblockerinnen. Ich weiß gar nicht, wo die Steinblockerinnen als erstes waren. Waren die bei irgendeinem Mario Kart schon einmal? Oh. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon einmal gefragt. Kann sein, aber ich bin mir nicht sicher. Kann natürlich gut möglich sein, dass ich das schon mal gefragt habe. So. Treff natürlich niemand, nur ihn habe ich getroffen. Wow! Alter, was war das? Das war ich überhaupt nicht vorbereitet. Wer ist erst so?
Mini-Bowser, also Bowser Junior, nicht Mini-Bowser. Wo komme ich eigentlich auf Mini-Bowser? Das ist immer die Frage, wie ich auf sowas komme eigentlich. Konzentriere mich eigentlich mehr aufs Fahren als auf irgendwas anderes. So. Da kann man, glaube ich, auch springen, ne? Erst. So. Bombe nach hinten. Und habe ich ihn getroffen? Keine Ahnung. Aber mich trifft gleich das. Das ist, also ich muss euch sagen, seitdem ich das Projekt angefangen habe, ist es so lästig mit den roten Schildkröten. Und mit den blauen. Ah, weh. So, Bombe nach hinten. Sie ganz, der Mini-Bowser. Ganz ehrlich, der ist einfach sie ganz. Ja, alle außer zwei Münzen, ne? Aber macht nichts. Geschafft ist geschafft. Das ist die Hauptsache. Und immer Erster geworden. Das ist gut. Ich weiß nicht, wo ich meine Kamera sonst hinhauen soll. Soll ich es links in die Ecke geben? Wer ruft mich jetzt an? Ja, keine Zeit. So, drei Sterne, 390 Münzen. Na, nicht schlecht. Na, ich heb nicht ab, ich nehm grad auf. Alter. So, ja, wenn wir schon bei den Babys jetzt sind, dann nehmen wir Baby Luigi gleich. Aber nicht mit denen. Baby Luigi nimmt das da. Genau, das ist ja auch neu. Aber mit welchen Reifen? Ah, die passen irgendwie dazu. So, Blumenkap. Ich hoffe, das ist nicht allzu langweilig, dass man jetzt bis zu 200 CCM spielen. Keine Ahnung. Es wäre langweilig, nur 150 CCM spielen, nur 100 CCM spielen und dann Let's Play Ende, oder? Das ist so klar, aber das passiert in letzter Zeit oft. Ich hätte ihn gerne erwischt für den Boost, aber habe ich nicht. Aber naja. Aber das kann man nicht haben bei dem Spiel. So, ich habe, das kann ich euch auch erzählen, ich habe mit meinem Bruder geredet und er hat gemeint, wir können online spielen und wenn ich Lust habe, kann ich, wenn ich aufnehmen will, das gemeinsam mit dem aufnehmen mit meinen Freunden, das ist einfach so ein Part mit meinen Freunden machen. Das ist sicher lustig zum Zuschauen. So für Zukunftsprojekte. Nein! Ja, Spyro kommt auch bald wieder. Der zweite Teil. Zelda kommt jetzt ein bisschen später. Wieder im Zelda-Teil. Das ist so abwechselnd auf dem Kanal. Ja, Final Fantasy weiß ich nicht, ob ich das. Ja, natürlich ist das jetzt. Ist immer so. Und ich weiß nicht, ob ich Final Fantasy. Also machen wir es auf jeden Fall noch. Natürlich sieht das bei mir aus.
Lässt du glücklich. Ich sollte vielleicht über alles drüber springen und nicht über eins nur, ne? Das wäre vielleicht praktischer. Ach, das ist so klar! Alter! Aber Hauptsache Erste. Zwei Münzen fehlen wieder. Ja, diesmal ist Baby Mario Zweiter. Das ist vor allem was umgekehrt, ne? Ich mag auf jeden Fall nicht wirklich Charakter doppelt nehmen. Und wenn ich es mache, ist es auch nicht so schlimm. So. Ein super Start. Das ist super, der Start. So, was dann hinlegen. Gegen die Kiste fahren, ist ein eigener Stunt. Ist der Michi Stunt, falls ihr den nicht kennt. Das ist so klar! Fahr doch auf, wenn es süß. Also ich finde, es ist schneller bin ein bisschen. Gibt's doch nicht. Also ich nehme null Münzen mit. Vier habe ich. Ich glaube, das war auch im vorigen Part so der Fall, dass ich da. Wow. Nicht wirklich Münzen mitgenommen habe. Also im vorigen Part. In einem der ersten Parts halt. Also, aber der Controller. Trotzdem noch immer so kleine Fehler. Auch wenn man es nicht merkt. What the fuck? Das war keine Zielsuchende, das war eine Krone. Wie? Ey, das muss ich auch nicht verstehen. Ja, jetzt komme ich da nicht drauf. Dann fahre ich darauf. Als ob das so ist! Also das Spiel hat es irgendwie gegen mich verschworen. So, jetzt gerade auf jeden Fall. Das ist ja haarscharf. Haarknapp, nicht haarscharf. Haarscharf ist was anderes. So, jetzt fahre ich mal da unten. Alter. Das ist lächerlich, wirklich. Weißt du, ich fahre einmal. Ein einziges Mal unten. Und schon überholt mich einer, ne? Er treffe ihn bitte, dass ich Erster werde. What the fuck? Ich wollte gerade fahren und der ist einfach nach links gefahren. Ich habe nicht einmal was gedrückt jetzt. Naja, egal. Aufregend gehört zu den Let's Play anscheinend dazu. Das ist schwierig, wirklich. Wurscht, voll erstes Rennen. Ach, Alter. Ja, wenn ich da schon nicht drüber hüpfen kann. Also, manchmal habe ich das Gefühl in dem Spiel. Also, gerade bei Mario Kart. Das ist bei keinem anderen Spiel so. Das ist nur bei Mario Kart komisch, also so. In keinem anderen Spiel ist das so, dass man sich fühlt, als würde man betrogen werden von Spiel.
weiß nicht, das ist so ein komisches Gefühl. Hat er mal gehabt. Aber es ist nur beim. Also ich habe das Gefühl nur beim Mario Kart. Das ist bei keinem anderen Spiel so. So. Ich habe die Banane nicht gesehen, ich habe es. Hab voll nicht aufgepasst. Erst. Zwei hintereinander. Was ist das? Das ist der ärgste. Ich wollte rechts fahren. Was ist mit dem Spiel? Oder besser gesagt mit dem Controller. Der Controller hat irgendwas. Und nein, ich will mich nicht ausreden. Er hat wirklich irgendein Problem. Vielleicht sollte ich mit dem GameCube-Controller spielen. Vielleicht ist es dann besser. Ja, im nächsten Part benutze ich den GameCube-Controller und schaue, ob das dann besser ist. Wahrscheinlich nicht, aber schauen wir mal. Probieren kann man es einmal. Das ist so klar. Aber wenigstens habe ich wieder alle 10 Münzen. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen lästig. So. Was passiert eigentlich, wenn man gegen einen Buhu fliegt? Fliegt man dann auch, verliert man dann auch Münzen? So, perfekt. Zählen die Münzen, die was man auch so sammelt, zum Münzcounter eigentlich dazu? Zählen die eigentlich auch dazu? Also wenn man so ein 10 hat und man sammelt die 2, zählen die dann auch noch dazu? Ja, wieder ein Perfect Start, aber kein Perfect Start. So, Link, geh weg. In dem Spiel brauchte ich keiner. Fuck. Ja, es tut mir leid, wenn ich wenig rede in dem Let's Play. Es tut mir wirklich furchtbar leid, aber ich konzentriere mich halt wirklich extremst. Ich versuche hier so viel wie möglich, dass ich über irgendwelche Themen reden. Themen rede. Aber ich wüsste halt nicht über welche. So. Eigentlich sollte das ja Themen-Display werden, aber wenn ich selber keine Themen habe, kann ich auch nicht über ein Thema reden. Ne? Das ist so. Ich kann nur über zukünftige Let's Plays reden. Ne? Ach, schon wieder. Spät drückt. Das wird letztes halt oft. Oder so ist das. So. Land schnell. Ich habe schon den blauen da im Hintergrund gesehen. Na, wo ist er? Na komm. Das ist aber nicht das, was ich haben wollte. Das ist so klar. Das ist einfach gemein. Aber das ist immer in der letzten Runde. Kommt von irgendwo her. Ein blauer Panzer. Geh weg, Link, habe ich gesagt. Wie gesagt, Link, ich brauche da niemand. Oh, yeah. So anstrengend, ganz ehrlich. Mach so relativ wenig Sinn. So, schießt man nach hinten, vielleicht treffen wir einen. Also ich schaue eigentlich nie nach, ob ich wen drauf habe oder nicht. Spiele einfach nur. So, perfekt. Ja, Part länger. 25 Minuten. Ja.
Ist eigentlich perfekt, so wie immer. Gefällt mir. Ich sage angenehme Partlänge, würde ich sagen. So, ich sag, ja, wird wahrscheinlich wieder 3 Sterne. Ja. 420 Münzen. Na gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und über einen Daumen nach oben. Warte, das war irgendwie falsch. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen auch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.